Wir haben Freitag, den 25.01.2019, es ist 13.50 Uhr und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 1584 Abonnenten und 323.000 und noch was Klicks, liebe Leute, ja. In der heutigen Folge geht es wieder um Tipico. Ich habe eben gerade meine, die ersten Scheine fürs Wochenende gemacht. Da werden sicherlich im Verlauf des Abends und morgen noch einige Scheine dazukommen. Aber wie immer werde ich jetzt euch die ersten Scheine, die ich hier gemacht habe, mitteilen. Ja, dann liegt es an euch, ob ihr verlieren wollt und diese Scheine spielt. Oder ob ihr andere Tipps habt und mir den Kopf wascht und sagt, ey, du Idiot, spiel das nicht, spiel das, was wir dir sagen. Ja, ihr könnt mir gerne eure Tipps, eure Geheimtipps, euer Insiderwissen mitteilen und dann werde ich dementsprechend noch meine Scheine anpassen, ja, die nächsten. Aber nichtsdestotrotz, die ersten Scheine, die ich hier gemacht habe, ich vergesse es immer, ja, unter dem Video ist ein Link, Tipico-Bonus, ja, heißt der, ja, klickt den an, wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch nie bei Tipico gespielt habt, meldet euch da an und ihr kriegt Geld von Tipico geschenkt und könnt es verwetten und hin und her und damit tut ihr euch was Gutes, wenn ihr gewinnt und mir was Gutes, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann egal. So, also, der erste Schein, ich habe 5 Euro eingesetzt, kann rausholen 56 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist ja meiner Meinung nach relativ sicher, ja. Dortmund-Hannover, Handicap auf Dortmund, dass sie mit 2 Toren Abstand gewinnen. Sollte locker machbar sein zu Hause gegen Hannover. Atletico Madrid gegen Getafe auf Atletico Madrid zu Hause. Girona gegen Barcelona auf Barcelona. Espanyol-Barcelona gegen Real Madrid. Real Madrid hat eine 1,80er-Quote, ja. Das ist eigentlich top. Espanyol-Barcelona ist zwar nicht so heimschwach an sich, aber wir reden immer noch von Real Madrid, das sollten die mal irgendwie hinkriegen, ja. Lazio Rom gegen Juventus Turin, ey, ganz ehrlich, wenn Eintracht Frankfurt in Lazio Rom die zerstört zu Hause, der wird es wohl Juventus Turin auch hinkriegen, die auch eine 1,8er-Quote haben. Und Paris gegen Stade Rennes, einfach so habe ich noch die Quote mitgenommen auf Paris zu Hause, ja. Wie gesagt, so macht ihr 5 Euro Einsatz, 56 Euro, weiter geht's. Nächster Schein, Mainz-Nürnberg auf Mainz, Düsseldorf-Leipzig auf Leipzig. Obwohl Düsseldorf einen Lauf hat, aber ich musste einfach auf Leipzig tippen. Gladbach, Augsburg auf Gladbach, Atletico, Getafe auch hier auf Atletico. Auch hier Espanyol, Barcelona, Madrid auf Madrid, Girona gegen Barcelona auf Barcelona und Paris gegen Stade Rennes auch hier auf Paris. 5 Euro Einsatz, ihr könnt rausholen, 114 Euro. Weiter geht's. Dortmund-Hannover, Handicap auf Dortmund, ja, dass die mit 2 Toren Abstand gewinnen. Bayern-Stuttgart, Handicap auf Bayern, dass die mit 2 Toren Abstand gewinnen. Gladbach-Augsburg auf Gladbach. Bremen-Eintracht auf Eintracht. Freiburg-Hoffenheim, doppelte Chance auf Hoffenheim. Mainz-Nürnberg auf Mainz. Und Wolfsburg-Leverkusen über 2,5 Tore in dem Spiel. 5 Euro Einsatz, 132 Euro, liebe Leute. Und jetzt habe ich mir was Neues überlegt, was ich hier machen werde jetzt immer. Es geht mir immer, ich lasse mir auch nie einen Gewinn unter 100 Euro auszahlen, ich zocke dann immer weiter und so, wenn ich die 100 Euro geknackt habe, dann lasse ich mir das immer auszahlen und so einen Teil und dann spiele ich weiter und sowas. Deswegen habe ich gesagt, ich will jetzt so schnell wie möglich 100 Euro machen, mit dem geringsten Aufwand, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich nehme 10 Euro und werde das jetzt setzen. Muss mindestens eine Zweierquote erfüllen und sollte ich das dann gewinnen, werde ich den kompletten Gewinn aus diesem Schein nochmal setzen. Und nochmal mindestens auf eine Zweierquote und das werde ich so lange machen, bis ich die 100 Euro raushole. Und das sollte dann im besten Fall, ja, sollte das schnell gehen. Deswegen habe ich diesmal überlegt, Lazio Rom, Juventus, Juventus. Girona, Barcelona, Handicap auf Barcelona, dass sie mit 2 Toren Abstand gewinnen. Und Paris, Stade Rennes, Handicap auf Paris, dass die mit 2 Toren Abstand gewinnen. 10 Euro Einsatz, 46,30 Euro kann ich rausholen. Sollte das klappen, setze ich die 46,30 Euro nochmal komplett und dann, möglichst so, dass ich dann direkt 100 Euro raushole. Wir werden sehen, liebe Leute. Das waren meine Tipps. Jetzt hättet ihr gefragt, gerne könnt ihr mir jetzt unter das Video eure Tipps schreiben und hin und her. Und dann wünsche ich euch natürlich allen viel Glück. Und ja, es wird mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis hier bei Tipico. Es kann ja nicht so weitergehen. Losen, losen, losen. Das ist verdammte Scheiße. Das System muss ja nicht geknackt werden, verdammte Scheiße. In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao und wir sehen uns.